Okay, jetzt guck ich mal ganz kurz da hinten beim Kobbel. Habe ich das da, habe ich da Kobbelringe gemacht ringsrum oder habe ich die nur bis dahin gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Also in der richtigen, im richtigen Minenschacht habe ich ringsrum gebaut, ne? Jo, da ging das noch. Hier geht das ja, glaube ich, obwohl können wir eigentlich auch machen. Sieht nur komisch aus oben. Fällt aber, glaube ich, auch gar nicht auf, wenn wir es nicht machen. So, dann gehe ich nochmal ganz kurz nach oben zur Kiste, weil ich so blöd bin und unten keine Kiste hinsetze, obwohl ich ja schon längst hätte machen können, weil ich das Let's Play natürlich in Länge ziehen will. Nicht einfach, weil ich immer so verpeilt bin. So, hier, hier und hier. Und dann haben wir 64, da haben wir 42. Könnte eventuell reichen. So, mache ich erstmal die 10 hier weg. Und dann haben wir zumindest das Dach schon mal so weit da unten. Hier müssen wir auch noch alles ausbauen, verdammt. Hier, das hier sieht auch noch aus wie ein Lumpen. Stattdessen bauen wir da unten die ganze Zeit weiter. Statt die Zwischenetagen zu machen. Da muss ich mich aber bald auch mal selber rügen. Weil da, wie das duftet. Ich bin zum Glück überhaupt nicht werbegeschädigt oder so. So, hier kommen die Dinger wieder ran, die Kobles. Zum Glück haben wir davon genug. So, lup, lup. Na, und dann haben wir den Minenschacht gleich noch um ein beträchtliches erweitert. Haben oben das Ding auch schon mal so weit. Da war der Fackel, war gerade noch normaler Stein, kein Kobbel. Hier auch, das muss ich noch korrigieren. Hier auch. So, hier sieht es natürlich auch interessant aus, so ein bisschen Open-Air-Mine. Könnte man jetzt natürlich auch, und so. Obwohl, eigentlich könnte ich hier natürlich auch den hier machen, oder? Ist ja jetzt nicht ganz so schlimm, glaube ich, weil wir laufen ja eh unter Under the Sea durch. Under the Sea. Hallo? Hä? Ach so, weil ich keine mehr habe. Ich doof, Mann. Versuch's die ganze Zeit. So. So, Open Air finde ich das eigentlich auch nicht schlecht. Ich überlege gerade, ob ich hier hinten dann so ein bisschen tatsächlich zwar Glas oben reinbaue, aber diese Ringe, diese Steinringe einfach beibehalte, weil die eigentlich ganz cool sind. Ich probiere das mal hier schon mal. So, einfach nur, weil dann muss ich jetzt nicht Stein holen. Haben wir Glas dabei eigentlich? Glas vielleicht hier? Ja, haben wir dabei. Schön. Mach ich mal hier. Sieht jetzt natürlich nicht so geil aus, weil der Stein natürlich immer nur so ein bisschen... Aber ganz ehrlich, wenn man hier mit dem Wagen durchfährt, merkst du es doch eh... Obwohl, das sieht nicht so geil aus hier, ne? Mit dem... Der Übergang sieht dann nicht so geil aus. Aber generell finde ich das so offen schon ziemlich cool. Wenn da oben jetzt die Wände noch stimmen würden... Sehe es doch ganz geil aus. Schade, dass es keine Glasslabs gibt. Das wäre geil. Glasslabs würde ich jetzt feiern. Ich frage mich, ob es die mit 172 schon gibt. So, hier unten weiß ich noch nicht genau, wie ich weitermachen soll. Denn dazu müsste ich gucken, wie ich hier erstmal die Ränder mache und so weiter. Was ist denn das? Ach, ein Fisch. Boah, ist ja weit weg. Sieht schon irgendwie cool aus. Muss ich aber feststellen, sieht irgendwie geil aus. Und dann müssen wir ja gucken, wie wir hier die Wände machen. Das weiß ich noch nicht genau. Und eigentlich würde ich feiern, wenn wir den Tunnel tatsächlich noch breiter machen.
um noch mehr Aussicht zu haben. Das würde noch viel epischer aussehen. Und wenn wir dann zum Beispiel mit der Mietkarre zurückfahren, sehen wir da oben auch das Haus in all seiner Glanz und Glorie. Das würde schon sehr, sehr geil aussehen. Dann würden wir den Schacht quasi bis hierhin machen und ab hier, oder? Nee. Das ist schon fast noch nicht weit genug, weil das Meer schon da vorne, oder der See hört da vorne ja schon auf. Da müssten wir das hier ein bisschen zurückstellen. Vielleicht tatsächlich fangen wir hier mit dem Glas an und fangen dann hier schon an, irgendwie weiter nach außen zu bauen oder irgendwie sowas. Dann geht das mit den Ringen zwar nicht mehr. Oder doch? Boah, da habe ich gerade eine Mega-Idee. Puh, das wird hart. Entschuldigung, ich muss das wieder wegmachen. Es tut mir furchtbar leid. Ihr könnt mich gerne hauen, aber ich glaube, es ist gerechtfertigt. Ich glaube, es ist wirklich gerechtfertigt, wenn ich das wieder wegmache. Ich habe da gerade so eine Idee, was ich gerne machen möchte. Ich glaube, das wäre tatsächlich das Coolste, was man hier machen kann. Huch, nein. So, und das kann ich vielleicht tatsächlich noch ein paar Meter weiter ins Landesinnere machen, sozusagen. So, das hier kommt auch weg. Da machen wir dann einfach durchgehend Glas hin. Dann sieht der Übergang auch nicht so scheiße aus. In Klammern, glaube ich, hoffe ich. Da braucht man dann wahrscheinlich aber wirklich TNT oder irgendwas. Ich weiß noch nicht genau hundertprozentig, wie wir es machen. Das kann ich noch nicht sagen, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall geiler als das hier gerade. Und weil wir schon so ein bisschen unter der Oberfläche sind. Boah, das wird geil. Pass auf. Du baust so viel. Ja, aber das wird geil, ey. Das wird geil. Das wird geil, Alter. Das wird geil. So, müssen wir gucken, wann der nächste Ring kommt. Da höre ich dann erstmal auf. Ich teste das erstmal an diesen zwei Segmenten. Also an diesen zwei Streckenabschnitten hier. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze dann auch in der Realität macht. Ob das wirklich geil aussieht oder nicht. So, hier sammle ich erstmal weg. Ach, das erinnert mich gerade wieder an gute alte Zeiten, als ich die Lava- und Wasserringe gemacht habe. So. Dann kommt da natürlich eine Treppe hoch. Da kommt eine Treppe rauf, damit das so ein bisschen mehr ringförmig aussieht. Und dann buddeln wir uns nochmal ganz kurz nach unten durch. So, das sind nur die Slabs, ne? Das heißt, ich kann die Dinger da rausruppen. So. Ich meine, mal ganz kurz eine Fackel. Und das geht dann so weit rein. Und damit das hier nicht ganz so schlimm aussieht, hier mache ich mal ganz kurz den hier. Da baue ich nochmal da rein. Und eigentlich kann ich noch einen tiefer bauen. Alter, das wird natürlich viel zu übertrieben, aber egal. So. Man frage sich, was ich jetzt vorhabe. Das will ich jetzt ganz kurz nochmal in dieser Aufnahme machen. Einfach nur, damit der Zukunftsgronkh stolz auf mich zurückblicken kann und sagt, jawohl, da hat der Vergangenheitsgronkh mal was richtig gemacht. Der überlässt mir zwar sonst immer die gröbste Scheiße und ich muss den größten Mist immer ausbaldowern, aber das hat er jetzt mal gut gemacht. So, das wird alles ein bisschen dauern, glaube ich, aber ich glaube, es wird geil. Wir untertunneln jetzt quasi unseren eigenen Minenwagen. Und theoretisch wäre es cool, hier müssen wir dann wirklich mal mit TNT arbeiten. Das könnte man dann tatsächlich immer machen und nicht immer nur mit diesem üblichen Handwerksgesumse. Da mache ich mal hier eine Fackel hin gerade. So, und jetzt muss ich hier gucken. Das sieht natürlich noch ein bisschen schäbig aus. Zack, das sieht natürlich besser aus, wenn man da jetzt... So.
Und das da sieht natürlich auch besser aus, wenn man das da so macht. So, und der Ring wird dann natürlich auch unten fortgeführt. Der muss als solches erkennbar sein, dass es wirklich ein Ring ist, um die U-Bahn statisch zu halten, muss der auch erkennbar sein. Worum man sich ja so Gedanken macht immer. Aber naja, es muss ja trotzdem einigermaßen nach was aussehen. So. Ich glaube, den Rest... Aber wo nehmen wir TNT her? Creeper jagen? Ah nee, wir können ja welche selber machen. Ich Vollidiot. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist schon lange her. So, hier geht's jetzt quasi nach oben. Dort haben wir jetzt noch das Holz. Ich müsste mir eigentlich meine Leiter anbringen. So, da ging's... Ich glaube, da ging's noch weiter, ne? Nein! Scheiße. Okay, pass auf. Haben wir noch Slabs? Nein! Scheiße. So, warte. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich brauche Slabs. Und ich brauche dringend eine Spitzhacke. Ich baue mich hier echt vom Hundertsten ins Tausendste. Aber das macht halt den größten Spaß an Minecraft aus. Man hat immer spontane Ideen und setzt sie dann einfach um. Ich könnte das Haus jetzt sinnlos vergrößern, natürlich ohne Ende. Aber da wüsste ich halt auch nicht... Halt, wir haben noch Slabs übrig. Da wüsste ich dann auch nicht, zum Beispiel, ich muss die Zimmer ja erstmal bestimmen, was wo ist. Und dann sollte ich vielleicht die Zimmer nach Funktion weiterbauen. Und nicht einfach nur, um neue Zimmer zu haben. Weißt du? So, Kobbel, haben wir jetzt ja wieder... Können wir die Kiste nachfüllen? Da freuen wir uns ja alle so ein bisschen. Ein, zwei. So. Und ich brauche auf jeden Fall neue Scharpitzhacken. So, die kommen dahin. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich bin so doof. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jawohl. Ja, ich klicke mal zu schnell. 1, 2, 3. Mal gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Jawohl, sie tut es noch, Gott sei Dank. Schaufel haben wir noch eine dabei, die dürfte hoffentlich reichen. So, pass mal auf, was ich da vorhabe. Das wird... Der Clou, Alter. Das wird einfach der Clou. Der Clou für Rigno wird das. Ui! Guck mal, hier stören die Dinger doch fast gar nicht, oder? Und das sieht eigentlich ganz geil aus mit der U-Bahn da drunter, oder nicht? Hm? Na, was sagst du? Sieht eigentlich ganz gut aus. So, jetzt wollen wir aber erstmal gucken... So, hier sind wir gerade einen tatsächlich nur vom Ring entfernt. So. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Das tut mir sehr leid, aber was willst du machen? So. Ich weiß gar nicht, ob ich da unten jetzt auch weggraben muss. Ich mache erstmal die Dinger weg. So, eigentlich müsste ich da oben noch mehr wegballern, aber es geht leider gerade nicht. Kriege ich die dann? Nee, ne? Okay, ich sollte auf jeden Fall mir das Holz wieder zurückholen. Hier, guck mal, mach mir eine schöne Treppe. Na, ist auch egal. So, das Holz hole ich mir wieder. Hier, die oberen Dinger reiß ich dann auch mal raus. Schlimmstenfalls, wenn das mit dem Glas da nicht aussieht, dann machen wir da eben was anderes rein. Hier die Seiten können wir dann wieder mit Holz machen. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Die gibt's ja gar nicht mehr, die Seiten hier. So, ich guck mal ganz kurz, in welche Tiefe wir gehen müssen, damit das einigermaßen gut aussieht. Hier wären wir quasi auch nur wieder an nur eine in der Tiefe. Dann gucken wir hier mal ganz kurz. La 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 la. Zwei würden sogar schon reichen. Wobei ich nicht weiß, ob das genug ist. Aber ich glaube, es würde schon reichen. So, da kommen dann... Da kommt dann so ein Ring drum, so wie da. Die
hier natürlich dann auch wieder vollendet. Was war das gerade für ein Geräusch? Hat der andere Rechner gerade gefragt, ob er Defrag anschmeißen soll? Ich höre das hier auf den Kopfhörern, war ich gerade verwirrt, dass es hier gerade irgendwie einen Fehler gab oder sowas. Ah ja, da war ja das Defrag-Geräusch. So, da gehe ich auch noch mal ein bisschen in die Tiefe. Ich weiß noch nicht genau, wie das mit der Höhe dann ist. Also hier in diese Tiefe gehe ich und ich weiß nicht genau, wie das mit der Höhe da dann ist. Das weiß ich noch nicht genau. Theoretisch müsste es da oben dann auch dementsprechend der Überweg müsste dann auch so ähnlich aussehen, dass man mehr so mehr oder weniger ein bisschen in der Luft schwebt. Das ist ja das, was ich hier gerne erreichen möchte. Wobei ich dann hier quasi Kammern machen könnte oder sonst irgendwas. So, pass mal auf. Dann gehe ich mal hinter diesen Ring. Wobei, nee, ich mache das mal lieber bei dem vorherigen. Was ist das denn hier für eine Wurst? Das kommt alles weg. Da haben wir, glaube ich, eine Höhle gebaut. Da haben wir dann irgendwie Kohle rausgeholt oder irgendwas. Und deswegen haben wir da so Scheiße drumherum gebaut. Schnarch! Mach schneller! Das ist doof, das ist eine geile Idee, aber es ist schade, dass es so Ewigkeiten dauert. So, huch, hallo? Wo ist eine Maus? Da. Okay, hier machen wir dann natürlich noch die Treppenstufen rein auch. Das ist der Ring. Muss ich gleich mal gucken, wie ich denn überhaupt gemacht habe. So, warte, hier, da, 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 da. Und dann müsste ich beim Ring... So, siehst du, dann geht da quasi wirklich so ein Ring drum, der das Ganze so ein bisschen hält. Und auf der anderen Seite weiß ich noch nicht genau, wieso der so komisch aussieht. Das ist merkwürdig. Das ist ja eine umgedrehte Treppe. Und die haben wir hier nicht. Hä? Na, ist doch falsch. Die Treppe muss einen rausgucken eigentlich. Warte mal, was habe ich denn da gemacht? Jetzt bin ich gerade verwirrt. So wird dann ein Schuh draus, so. Und dann müsste ich da oben quasi, zack. Aber ist das dann richtig? Ach doch, weil der äußere, weil der Ring ja noch, das hat ja mit dem Ding gar nichts zu tun, das hat ja mit dem was zu tun. Okay, dann sind wir ja wieder easy, okay. So, das bleibt. Das bleibt auch, dann machen wir hier einfach mal den Kappes weg. Da oben das Ding muss noch eine Treppe werden eigentlich. Aber da kann ich von hier aus leider nicht bauen gerade. So. Ich sehe es schon kommen, hinterher sieht es scheiße aus, dann bauen wir das alles wieder zu. Nein, natürlich nicht. Ich bin so überzeugt davon, dass ich einfach das Risiko eingegangen bin, das Ding jetzt komplett spontan zu bauen, weil ich glaube, das wird einfach so gut aussehen, dass ich es unbedingt bauen musste oder zumindest mal probieren musste. So. Aber auf jeden Fall, ich vermisse unsere Diamantspitzhacke.